Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Jurassic World Evolution. Wir werden unseren Spielstand vom letzten weitermachen. Aus der letzten Folge natürlich. Und zwar, da hatten wir schon ein bisschen was geschafft. Wir sind ein bisschen rumgereist. Wir haben die ersten Fossilien geholt. Wir haben zwei Dinos ausgebrütet. Den ersten haben wir freigelassen und den zweiten werden wir jetzt freilassen. Und wir werden uns ein bisschen mit dem Park heute beschäftigen. Wir starten und gehen rein ins Spiel. Ich bin sehr gespannt, was wir heute erleben werden in der Folge. Ich habe von dem Spiel selbst noch nicht viel gesehen. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, was die anderen so schon gemacht haben, aber nicht intensiv so wirklich verfolgt. Es hat mir einfach nur riesig gefallen. Und ich bin davon einfach total begeistert. Und auch selbst haben wir schon richtig gut was gemacht. Ankunftsort 1 ist also hier hinten. Ist okay. Mission, ein kommerzieller Park. Ausgebrüten und freilassen Kreatus. Okay, alles klar, den haben wir geschafft. Ich habe jetzt auch ein bisschen die Grafik runtergedreht. Jetzt läuft das Ganze ein bisschen flüssiger. Wir sind quasi hier, wir können den Dino freilassen. Wir sollten aber dran denken, dass wir da noch einen anderen haben. Und wir schauen, was passiert. Wir werden das mal überspringen. Freilassen im Gang. Ist okay. Glückliche Gäste. Darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis, stimmt's? Okay, ich hab's schon beinahe so gedacht, dass der den tötet. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Okay, das habe ich mir schon beinahe so gedacht. Was können wir mit diesem Dino machen? Meine kleine Trinkflasche steht davor. Okay. Erstmal können wir mit dem nichts machen. Den können wir nur ansehen. Alles klar. Okay. Verfault. Dinosaurier. Fahrzeuge. Okay. Gut. Dann werden wir uns wahrscheinlich später drum kümmern müssen. Okay. Bauen Sie also ein Fastfood-Restaurant. Das ist erstmal jetzt der nächste Schritt, bevor wir uns hier um den... Achso, der Verfault, dann ist der einfach weg. Gewinn pro Minute. Eine Kurse zu den Finanzen. Okay, schauen wir uns mal an. Diesen Monat 0, letzten Monat so. Zäune, Gebäude, alles klar. Gewinn pro Minute. Ist in Ordnung, alles klar. Das sieht erstmal alles gut aus. Leben und Tod. Bekommen bestimmt jetzt eine Info. Nee, oder auch nicht. Dinosaurier können durch Hunger, Dehydration, Kämpfe, Jagd, Krankheit oder durch Altersschwäche am Ende ihrer Lebenserwartung sterben. Die Lebenserwartung wird durch die Lebenserwartung eines Dinosauriers definiert. Diese kann durch genetische Modifikation verbessert werden. Tote Dinosaurier sollten von einem Transporterteam entfernt werden, damit keine Krankheiten ausbrechen. Okay.
Entschuldigung, jetzt habe ich gerade gehustet. Okay. Streift umher, Gesundheit, Geborgenheit, wunderbar. So, ein Fast-Food-Restaurant. Wir haben hier die ersten Besucher, die hier rings rumrennen. Ist in Ordnung. So, wir sollen also ein Fast-Food-Restaurant erstellen. Betriebsgebäude. Hier, Gäste. Ein Schutzraum. Ein Hotel. Souvenirladen. Oder ein Fast-Food-Restaurant. So, wir konnten das drehen. Genau so. Ist ein bisschen schief. Ja, wir stellen das gleich hier hin. Also, wir schauen auf unseren Strom. Ungenutzter Strom 15 aktuell. Okay. Forschungsziel im Forschungszentrum, ein Kleiderladen. Fossilienzentrum. Forschungszentrum. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Okay. Neue verbesserte Gene erforschen, um Dinosaurier damit zu modifizieren. Manche Gegenstände haben Abteilungsrufanforderungen, die erfüllt werden müssen, ehe sie verfügbar werden. Okay. Die Forschung, die sehen wir uns mal an. Hier ist eine Fliege, die mich nervt. Gehege, Gebäude, Gebäude-Upgrade, modifizierte Behandlung, genetische Forschung. Wir schauen uns mal Gehege an. Elektrische Zäune. Der Strom verringert die Wucht von Stößen, ansonsten ist dieser Zaun genauso widerstandsfähig wie der leichte Stahlzaun. Bei Stromausfällen wird die Wucht der Stöße nicht mehr verringert. Okay. Forschungszentren benötigt 1, kosten 200.000. Dauert ungefähr 4 Minuten. So. Den haben wir ja erforscht. So, bei den Fossilien waren ja noch welche übrig. Und da wollten wir das Ganze noch extrahieren. Das können wir auch mal extrahieren. Und das werden wir auch mal extrahieren. Und den werden wir auch extrahieren. Nach und nach. So, okay, dann haben wir schon wieder einen kleinen Schritt geschafft. Wir waren bei 65%. Oh, da haben wir schon 3 dazu bekommen. Mal bei 4. Ach gut, 5 ist in Ordnung. Und bei 70%, dann können wir den das erstmal machen lassen. Achso, im Forschungszentrum wollten wir ja eigentlich ein Kleiderladen. Besucherzentrum, ein T-Shirt. So. Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Okay, das eine arbeitet wahrscheinlich gerade. Ups. Das braucht noch 3 Minuten. Dürfen wir nicht vergessen. Jetzt regnet es. Können wir das Kraftwerk aufstocken?
Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Kraftwerke versorgen ihre Insel mit Strom. Umspannwerke leiten Strom zu umliegenden Gebäuden. Stellen Sie sicher, dass die Umspannwerke durch Masten mit dem Kraftwerk verbunden sind. Okay. Upgrades. Ausfallschutz. Forschung erforderlich. Okay. Gut, habe ich so verstanden. Jetzt ist nur die Frage. Umspannwerk, okay. So, Gehege. Bringen Sie Dinosaurier aus der Jura nach Jurassic World. Das haben wir mit dem nämlich ausbrüten und das Modifizieren und das Freilassen der Dinosaurier in dem Park kann direkt an Gehegezäunen angeschlossen werden. Also müssen wir wahrscheinlich überall dieses Entwicklungslabor bauen, damit wir quasi überall die Dinosaurier einsetzen können. Wir können die doch nicht da einfach wegholen, oder doch? Betriebsgebäude. Okay, Luftunterstützung, Expeditionszentrum, Forschungszentrum, Stromabwehrzentrum, Station, Wissenschaftszentrum, Forschung erforderlich. Innovationszentrum, Forschung erforderlich. Sicherheitszentrum, Forschung erforderlich. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass wir wirklich, genau, das überall hinbauen müssen, wo Dinos sich befinden sollen. So. Forschung abgeschlossen. Leichter Strahl elektrisch. Alles klar. So, wir können das wieder drehen. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Okay. Wir sollen also in Helmond Entwicklungslabor einen Fleischfresser ausbrüten. Akzeptieren. Ich habe die Dinosaurier jahrelang studiert, um zu verstehen, wie sie denken. Und sie sind intelligenter, als wir glauben. Wie sie sie behandeln, wird über ihre Entwicklung entscheiden. So, schauen wir mal, wo der Zaun hier angeschlossen ist. So, okay.
Okay, wir können nur hier lang. Genau. Das ist jetzt nur der leichte Zaun. So, jetzt möchte ich aber vorher noch. Kann ich. Ich kann die Bäume zum Beispiel nicht abreißen. Könnte die Zäune abreißen. Gewinn pro Minute 44.000. Okay, alles klar. So, Landschaftsgestaltung. Hier haben wir Wasser. Hier kann ich zum Beispiel die Bäume. Bäume entfernen. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Dann nehmen wir auch mal hier die Bäume weg. Hier hinten lassen wir das mal stehen. Für ein bisschen freies Blickfeld haben für die Besucher. So, das Ganze erstreckt sich. Ah, ich glaube einmal hier rum. Ja. Hier hinten. Hier geht der Zaun lang. Ist in Ordnung. Wasser. Terrarbeschränkung. Okay, alles klar. So. Okay. Ist mit Strom versorgt. Wie sieht's aus mit unserer Energie? Ungenutzter Strom 5. Ist okay. Forschungszentrum. Wir wollten ja noch dieses T-Shirtchen herstellen. Kleiderladen, okay. So, Fleischfresser ausbrüten. Ich schau mal. Dinosaurier ausbrüten. Das hier ist ein Fleischfresser. Davon können wir mal noch einen ausbrüten. Es wird unser Geld aber knapp. Und hier brüten wir den Pflanzenfresser aus. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich kann mal gleich zwei ausbrüten. So. Okay. Ah, wir nehmen langsam Form an. So, wir könnten Kosten, Souvenir, T-Shirt. Da, das kostet 3. Und den T-Shirt laden. Müssen wir den hier hinbauen?
Kann ich den hier hinten? Doch, hier hinten kann ich den auch hinsetzen. Aber hier ist alles verbaut. Können wir das... andersrum ein bisschen drehen? So, ein Weg muss noch ran. Bauen Sie einen Kletterdamm, versorgen ihn mit Strom. Bauen Sie eine Beobachtungsgalerie und versorgen Sie mit Strom. Also im Entwicklungsforschungszentrum werden wir erstmal gucken, was wir mit dem Strom machen. Wir werden das wohl weiter ausbauen müssen, das Stromnetz. Forschung ansehen. Upgrades. So, Strom-Upgrades. Verbesserte Stromleitung. Erhöht die gesamte Stromproduktion. Aufwertung Kraftwerke um 14%. Bringt jedoch ein Risiko um 5% Stromausfall eintritt. Okay. Wartungseinheit verringert die Unterhaltungskosten um 10%. Was? Erdungseinheit verringert das Risiko eines Stromausfalls. Okay. Wir werden erstmal hier forschen. Kein Umspannwerk. Okay, das ist fertig. Freilassen. Überspringen. Das brauchen wir jetzt nicht. Bereit zum Freilassen. Okay. Da hustet's mich. Greift umher. Sozialisiert sich, okay. Können die jetzt auch Kinder machen? Ist natürlich die Frage. Strom. Da fehlt Strom. Okay. Alles klar. So, Forschung ansehen. Upgrades. Noch 2 Minuten. Dann werden wir hier noch gucken, dass wir da was hinkriegen. Wir werden hier den anderen Fleischfresser, den wir hier noch haben, freilassen. Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Damit wäre der Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Okay, wunderbar. Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Wunderbar, okay. Dafür bekommen wir 1 Million und eine Sturmabwehrstation. So, natürlich, Mission starten. Dann machen wir erstmal nicht jetzt. Okay, alles klar. Wir werden uns erstmal darum kümmern. Ein Fleischfresser.
Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Okay, jetzt haben wir davon zwei, ne? Ja. Können wir den eigentlich Namen geben? Okay, wir können das hier auf jeden Fall noch upgraden. Okay. Achso, halt. Da unten. Forschung abgeschlossen. Alles klar. So. Dann schauen wir mal, dass wir gleich noch den Stromausfallschutz uns drum kümmern. Kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Ach Mist, ich dachte, ich hätte das später machen können. Ja. So, modifizieren. Umspannwerk. Na? So. Kein Kabel. So, muss ich mal gucken. Okay, gut, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich es. 89.000 pro Minute. Okay, gut. Bauen Sie eine Beobachtungsgalerie. Erstmal schicken wir nochmal das Expeditionsteam los. Finden Sie Fleischfresserfossilien. So, eine Beobachtungsgalerie. Das war falsch. Betriebsgebäude. Rangerstation.
Beobachtungsgalerie. Okay. Die könnten wir eigentlich hier bei den Fleischfressern bauen. Mitten im Gehege? Wie rum ist denn das richtig? So rum? Das ist der Weg. Nee. Mal gucken, ob das so richtig ist. Oh, wir haben neue Wege. Normaler Weg. Breiter Weg. Mal kurz gucken. Ungenutzter Strom 6. Mir gefällt, was ich sehe. Weiter so. Zufriedene Gäste, genau das will ich. Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. Und große Dinge. Die mit den Zähnen und den glasigen Augen, die sie im Ganzen verschlingen können. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir hier mehr Strom rausbekommen. 500.000. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Also, wenn ich jetzt noch nicht so viel erzähle, es ist einfach. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Okay, wir haben 1 Million bekommen. Großes Umspannwerk, mittleres Kraftwerk, Forschung erforderlich. Wir könnten quasi. Noch eins bauen. Verbaut, verbaut, Terrarium, verbaut. Nein, 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 nein. Wir müssen unser Kraftwerk weiter erforschen, damit wir da mehr Strom reinbekommen. Forschungszentrum 2. Rangerstation. Oh, wir müssen hier nur so viel machen. Okay. Forschungszentrum. Wir machen erstmal die Stromversorgung. Verbrauchter Strom 3. Was ist denn hier? Ungenutzter Strom 6. Okay, dann gehen wir mal ins Forschungszentrum. In ein Expeditionszentrum noch rein. Da schauen wir uns die Fossilien an und wir bekommen hier Bernstein. Genomosaurus. Oh, das würde uns 100.000 bringen.
sehr hohe Qualität. Ach, Gnomosaurus. Ich bin ja auch wieder ein Volltreffer. Ceratosaurus. Hohe Qualität. Was haben wir hier? Keine DNA vorhanden. Dann können wir das verkaufen. Da ist nicht viel drin. Ja, verkaufen wir. Und hier, das werden wir extrahieren. Bin ich ja mal gespannt. Oh, da kommt echt viel raus. Hoffe ich, dass wir die noch weiterentwickeln können. Bin ich mal gespannt. Also wir sind auf einem guten Weg, hier einen wunderschönen Park zu errichten. 5% haben wir jetzt schon rausgeholt. Ich glaube, nach der Erforschung werden wir auch diese Folge beenden. Wir sind schon über eine halbe Stunde jetzt unterwegs wieder. Ja, noch 3 Sekunden. Die Fliegen hier drin, die nerven mich. Okay, jetzt haben wir nicht gesehen, was rausgekommen ist. Wie viel Prozent der jetzt schon hat? Navigation, Speditionskarte. Steht nicht zwei dabei. Okay. Ist in Ordnung. So, jetzt werden. Eins werde ich mal noch machen. Und zwar. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Die Gäste kommen in ihren Park, um prähistorisches Leben zu bewundern. Wenn die Gäste ihre Dinosaurier sehen können, erhöht sich ihre Anlagebewegung. Okay, alles klar. Nutzen Sie eine Kombination aus Beobachtungsgalerie, Beobachtungsplattform, Einschienenbahn und Gyrosphären, um alle Gehege abzudecken. Okay, das, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, haben die von da ein wunderschönes Blickfeld nach hier vorne. Beobachtungsgalerie, Gäste. Sichtbarkeit Dinos 2, Wegverbindung ja, mit dem Strom 3, mit Strom versorgt ja. Gut, dann werden wir jetzt hier mal auf jeden Fall eine Futterstation errichten. Am besten. Dahin. So, das schauen wir uns dann an, dann werden wir die Folge hier beenden. Schauen wir mal, ob die da überhaupt Bock drauf haben. Und der kommt da schon angerannt. Okay. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Okay, extrahieren Sie im Forschungszentrum neue DNA, um mindestens 50% eines Dinosaurier-Genoms zu erhalten.
akzeptieren. So, Mission, kommerzieller Park, bauen Sie eine Lehmfutterstation. Jetzt habe ich gerade die gebaut. Ah, na gut. Mission abgeschlossen. Unser Park macht unsere Gäste maximal glücklich und die Besucherzahlen spiegeln das wider. Darum ist jeder neidisch auf die Unterhaltungsabteilung. Wir liefern Ergebnisse, stimmt's? Wenn die Parks gut laufen, können wir hochwertigere Forschung betreiben. Das würde ich allerdings Isaac niemals ins Gesicht sagen. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte gerade ergänzen. Nein, nein. Zu spät. Ich hab es gehört. Bis später, Doc. Uff. Okay, alles klar. Mit der abgeschlossenen Mission endet also auch diese Folge. Oh, das wird eine lange Folge. Aber so ist es. Wir speichern wieder unsere Karriere und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Tschüssi.